jetzt hat's mich. Herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Ihr schaut der Pfleger Fotografie. Mein Name ist Dennis und ich bin heute an den Rheinfall nach Schaffhausen gefahren. Aber nicht einfach nur, um den Rheinfall zu fotografieren, denn heute ist der 31.07.2024 und anlässlich dieses Tages, weil morgen nationaler Feiertag in der Schweiz ist, wird heute ein Feuerwerk über dem Rheinfall abgeschossen und deswegen bin ich hierher gefahren mit meinen zwei Jungs, um mir das anzuschauen und natürlich ein Video für euch zu drehen und Bilder zu machen. Also bleibt dran! Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Wie ihr seht, habe ich mir hier eine kleine erhöhte Position ausgesucht und zwar deshalb, weil ich den Wasserfall einfach von oben fotografiert haben will. Ihr hört auch schon, hier ist ziemlich viel los. Hier suchen sich die Leute immer mehr ihren Platz und deswegen werde ich vermutlich gegen später nicht mehr so frei sprechen können wie jetzt. Aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch leisten. Feuerwerk wird starten ca. um 21.30 Uhr. Ihr kriegt jetzt noch mal ein paar Informationen zum Rheinfall in Schaffhausen. Viel Spaß damit. Der Rheinfall, der ca. 4 Kilometer unterhalb der Stadt Schaffhausen liegt, hat eine Höhe von 23 Metern und eine Breite von 150 Metern. Sein Wasserfallbecken hat an der tiefsten Stelle 13 Meter. Bei mittlerer Wasserführung des Rheins stürzen im Rheinfall 373 Kubikmeter Wasser pro Sekunde über die Felsen. Mittlerer Sommerabfluss etwa 600 Kubikmeter pro Sekunde. Die höchsten Abflussmenge wurde im Jahr 1965 mit 1250 Kubikmetern, die geringste Abflussmenge im Jahr 1921 mit 95 Kubikmetern pro Sekunde gemessen. Auch die Jahre 1880, 1913 und 1953 waren ähnlich gering. Der Rheinfall ist von Fischen aufwärts nicht zu überwinden, außer der Aal. Der schlängelt sich seitwärts am Ufer des Wasserfalls entlang. Vor etwa 120.000 Jahren wurde der Fluss bei Schaffhausen nach Süden abgelenkt und bildete die risszeitliche Rhein-Rinne. Der Rheinlauf unterhalb des Fallbeckens heute entspricht dieser Rinne, die wieder mit Schotter aufgefüllt wurde. Es wird seit 1970 im Rheinfall im Becken immer wieder Schaumbildung beobachtet. Die Schaumfahnen sind auch kilometerweit unterhalb noch zu sehen. Untersuchungen haben aber ergeben, dass die Schaumbildung nicht etwa mit Waschmitteln oder Wasserverschmutzung zusammenhängt, sondern beim Wasserhahnenfuß zu suchen ist. So, ich zeige euch mal, aus welcher Perspektive wir nachher fotografieren werden, und zwar genau von hier oben. Ihr seht schon, unter uns laufen immer wieder Leute vorbei, die sich jetzt hier in die Wiese setzen, um nachher dieses Spektakel nicht verpassen zu wollen. Ich habe mir extra ein bisschen eine erhöhte Position gesucht, damit man einfach den Rheinfall nachher schön drauf hat. Fotografieren tue ich natürlich das Ganze mit meiner Canon R6 Mark II und dem Sigma 2470 auf ca. 50 mm werden wir dann nachher uns bewegen, irgendwo zwischen 50 und 35 mm. Und ja, diese Perspektive hier soll es nachher sein, einfach um das Feuerwerk und den Wasserfall aus erhöhter Position fotografiert zu haben. So langsam aber sicher wird es dunkel. Wir haben um 9:15 Uhr jetzt und um 21.45 Uhr geht es langsam los. Zu den Einstellungen, ich werde mit 5 Sekunden fotografieren, mit einer Blende 11 oder 8, je nachdem wie dunkel es bis dahin nachher ist. Das sollte eigentlich so ausreichen. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, weil ich mir hier von einem Kollegen habe sagen lassen,
dass das Feuerwerk doch recht hoch wird, mit 24er Brennweite zu fotografieren und natürlich alles auf ISO 100 im automatischen Weißabgleich und im neutralen Bildmodus. Ich melde mich, sobald das Feuerwerk rum ist, weil ich habe hier nicht wirklich viel Platz, um das Video zu drehen, dass ihr wieder mein Gesicht seht, weil hier wird es langsam richtig eng. Natürlich, hier werden heute über 10.000 Menschen erwartet und von dem her ist es gerade momentan hier ziemlich eng. Also ich melde mich, sobald das Feuerwerk rum ist. Ich blende auf jeden Fall den Zeitraffer und die Bilder, die ich bis dahin gemacht habe, schon mal ein und melde mich dann einfach zum Abschluss des Videos wieder. Bis nachher, liebe Freunde.
So, da bin ich wieder. Das Video geht dem Ende zu. Das Feuerwerk ist vorbei. Hinter mir seht ihr noch ein Stück vom Wasserfall, vom Rheinfall, der noch beleuchtet wird, nämlich von der Laufen, Burg Laufen oben runter. Der Part wird abends auch beleuchtet. Also normalerweise hat der Wasserfall, der Rheinfall auch abends eine Beleuchtung, bengalische Beleuchtung in verschiedenen Farben. Das lohnt sich also auch ohne Feuerwerk ab und zu hierher zu fahren und hier Bilder zu machen am Abend. Ich bin mit dem, was ich so kurz gesehen habe, schon mal wirklich sehr zufrieden und werde die Bilder jetzt auswerten daheim. Und wie gesagt, ihr habt sie schon gesehen hier an dieser Stelle. Ich blende aber die besten, die mir persönlich jetzt nachher nach der Bearbeitung noch am besten gefallen haben. 5 Stück blende ich nochmal ein und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht die Glocke zu drücken, sodass ihr beim nächsten Mal nichts verpasst. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Ich habe heute Abend auch nochmal hier neben mir 2 Fotografen getroffen. Das war echt eine coole Sache. Der eine kannte mich sogar schon und der andere hatte auch schon mal in meinen YouTube-Kanal reingeschaut. An dieser Stelle gehen Grüße raus an André und an Thomas. Ich hoffe, ihr seid gut nach Hause gekommen und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Dennis. Tschüss, bis bald.